Wochenbett ist definiert zeitlich, wenn die Blutung, also nicht die Menstruation, sondern die Wochenbettblutung aufhört. Die Wochenbettblutung kann nach 10 Tagen aufhören, kann nach 15 Tagen aufhören, kann nach einem Monat aufhören. Manche Rechtsschulen definieren das auf ein Maximum. Was nach diesem Maximum kommt, betrachten sie dann nicht mehr als Wochenbettblutung, sondern eine Nachblutung, wie bei Menstruation, eine Scheinblutung. Ja? Bei den Schafiiten, glaube ich, ist es auf 40 gesetzt. Nach unserer Rechtsschule von Imam Malik ist die Zeit auf 60, 2 Monate, solange die Blutung da ist, 2 Monate betrachtet Imam Malik oder die Rechtsschule diese Blutung als Wochenbettblutung, als Geburtsblutung. Und die Frau betet nicht in dieser Zeit. Nach 2 Monate Zeit ist Ende. Die Frau soll sich waschen, Ganzkörperwaschung, diese rituale Waschung vollziehen und anfangen zu beten. Selbst wenn die Blutung noch da ist, ja. Selbst wenn die Blutung da ist, denn dies wird dann nicht mehr dann betrachtet als Wochenbettblutung. Das ist eine Nachblutung, was einen anderen Status hat. Wallahu a'lam. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.